Hallo, wir sind Annika und Julian oder Julian und Annika, kurz Julika. Wir leben seit letztem Jahr hier in der Bretagne, aber wir leben nicht alleine hier, denn unsere Ridgeback-Hündin Baina ist mit uns ausgewandert. Heute ist es soweit, wir holen unseren Ridgeback-Welpen ab. Juhu! Ja, genau das haben wir gesagt am 17. August 2021, kurz bevor wir zur Züchterin gefahren sind, um Baina abzuholen. Damit ist Baina jetzt ein gutes Jahr Teil unseres Lebens. Grund genug, einmal über das erste Jahr mit unserer Ridgeback-Hündin zu berichten. Ja, was ist? Und weiter. Und stopp. Super. Und weiter. Ja, moin oder was? Baina ist am 10.06.2021 geboren und 9 Wochen später konnten wir sie dann endlich abholen. Die kleine süße Maus. Baina kommt von einer Züchterin und die können wir wirklich nur weiterempfehlen. Das ist so eine gute Frau und sie lebt wirklich für ihre Tiere und macht das einfach alles mit Herzblut. Wir packen den Link von der Webseite von ihr einfach mal in die Videobeschreibung, wer wirklich ernsthaftes Interesse hat. Kann ja mal vorbeischauen. Und die Züchterin, also die verkauft ihre Hunde nicht an irgendwen, also das muss einfach schon passen. Der ist es nicht wie anderen Züchtern, vielleicht einfach egal, wohin der Hund geht, Hauptsache weg, Hauptsache verkauft. So ist das bei der eben gar nicht, weil das muss einfach matchen mit so einem Ridgeback. Ja. So ein Ridgeback passt wahrscheinlich nicht zu jedem. Der braucht einfach immer viel Aufmerksamkeit. Das ist kein Hund, der einfach so immer läuft. Ja, einfach so mitläuft, sondern der braucht wirklich viel Aufmerksamkeit. Mit dem muss man sich wirklich aktiv beschäftigen. Ne, Baina? Und deswegen würde ich auch sagen, dass ein Ridgeback nicht unbedingt für jeden geeignet ist, oder? Nein, man braucht einfach Zeit und Nerven manchmal. Das ist übrigens unser erster gemeinsamer Hund. Wir hatten, beziehungsweise meine Eltern hatten damals auch schon eine Labradorhündin. Aber natürlich war es nicht mein eigener, sondern der von meinen Eltern. Man ist natürlich auch mit dem Hund spazieren gegangen und groß geworden. Aber das war einfach nicht das Gleiche. Boah, da hast du aber hier einen richtig dicken Fleck, ne? Mach das mal so. Ja, Mama. Ja, man liest, ich glaube, die Linse ist auch sowas von dreckig. Mein Gott, was für Anfänger. Gib mal deinen Schal. Ich hab hier. Man kann hin und wieder lesen, dass Ridgebacks nichts für Hundeanfänger sind. Aber ich glaube, das können wir so gar nicht bestätigen, weil wir sind wahrscheinlich sowas wie Hundeanfänger. Und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass wir ziemlich gut klarkommen mit unserem Ridgeback. Doch, ja. Und ich glaube auch, dass es Baina bei uns ziemlich gut geht. Ja, also wenn die es nicht gut hat, welcher und dann? Also ich glaube, ob das mit einem Ridgeback funktioniert oder nicht, hängt vielmehr einfach damit zusammen, wie intensiv man sich mit dem Hund befasst. Und das hängt nicht damit zusammen, ob ich jetzt vorher eben schon mal einen Hund hatte oder sowas. Man muss einfach lernen, den Hund zu lesen und natürlich auch den Hund zu verstehen, was für ein Bedürfnis er gerade hat. Wo ist eigentlich unser Hund? Baina, komm! Ah, da kommt sie. Ach, übers Feld geflitzt, wie ein Reh. Super! Wo warst du? Auf Entdeckungstour? Ja, wenn wir mit Baina Gassi gehen, dann ist sie zu 99,9% der Zeit nicht an der Leine. Zwar in unserem Umkreis meistens, also wir haben die immer im Blick, aber sie muss nicht an der Leine, weil wir sind hier halt mitten auf dem Land. Also der Hund kann hier frei laufen. Und was auch richtig gut ist, Baina schaut immer zu uns zurück, wo wir sind. Klar gibt es Ausnahmen, wo sie wirklich flitzt, aber in der Regel dreht sie sich immer um und guckt, alles klar, die kommen hinterher, dann geht's weiter. Ridgebacks gehören, glaube ich, zu den Schweißhunden, heißt es, ne? Also Schweißhunde sind, glaube ich, Hunde, die einfach sehr viel die Nase auf dem Boden haben und immer am Schnüffeln sind nach irgendwelchen Spuren von irgendwelchen wilden Tieren und sowas. Und genau das merkt man definitiv, wenn man mit einem Ridgeback Gassi geht.
Jetzt ist er da gerade am Buddeln, vielleicht ist er eine Maus oder sowas. Und in so einer Situation kann es auch mal passieren, dass der Hund 5 Minuten an der gleichen Stelle ist und du gehst und gehst und rufst und der Hund denkt sich, nö. Es ist gerade viel interessanter, nach der Maus zu buddeln. Richtig, ich bleib kurz noch hier. Komm, Baina, weiter. Hast du ein Stöckchen oder so? Super. Ja, ich glaube, man muss halt einfach dafür sorgen, dass irgendwas interessanter ist, Stöckchen werfen oder sonst was. Übrigens wollen wir uns jetzt gar nicht irgendwie als Hundeprofis oder sowas darstellen, darum geht es hier gar nicht, sondern wir möchten einfach mal ein bisschen zeigen, wie wir so mit dem Ridgeback umgehen, wie unsere Erfahrungen sind. Und vielleicht kann der ein oder andere davon profitieren, der vielleicht auch über den Ridgeback nachdenkt. Ja, Blase, hast du gebuddelt? Das Schöne an dem Ridgeback ist, er tobt sich einfach selber aus, so viel er braucht. Er schlägt Haken auf dem Feld, einfach aus purer Lebenslust. Und wenn man gleich zu Hause ist, 5 Minuten dauert es, dann liegt ihr in der Sonne und pennt. Das bin ich. Baina Nafisa, der funkelnde Edelstein, als ich gerade bei meinen neuen Eltern eingezogen bin. Natürlich war es anfangs sehr schwer, meine Geschwister zu verlassen, aber ich habe schnell gemerkt, dass meine neue Familie auch nur Gutes für mich möchte. Die Welt ist ein großer Spielplatz und ich habe noch so viel zu entdecken, was mich in meinem Leben wohl noch alles so erwartet. Eines Tages haben meine Eltern das Auto gepackt und wir sind lange Auto gefahren. Ich kannte zwar nicht das Ziel der Reise, aber ich wusste, dass ich meinen Eltern vertrauen kann. Seitdem haben wir einen Riesengarten und ich habe so viel Platz zum Toben. Ich war sogar schon am Meer und obwohl ich viel lieber bei meinen Eltern im Bett schlafe, habe ich sogar schon mal im Wald geschlafen. Meinen Eltern gefällt es auf jeden Fall gut in der neuen Heimat und mir mindestens genauso gut. Wir freuen uns übrigens sehr über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefällt. Und wir freuen uns noch mehr über ein Abo, wenn euch der Kanal gefällt. Wir sind hier übrigens bei uns im Wintergarten und Baina macht das, was sie am besten kann. Nix. Unsere Züchterin hat uns diese Mappe mitgegeben mit vielen wichtigen Informationen und unter anderem ist hier eine Rassebeschreibung dabei. Rassebeschreibung Rhodesian Ridgeback mal anders. Und wir werden aus dieser Beschreibung jetzt ein bisschen was vorlesen und das mit Videos untermauern. Es ist nämlich teilweise echt witzig. Man findet sich da wirklich wieder, beziehungsweise man findet den Hund darin wieder. Los geht's. So, lies mal vor. Der Rhodesian Ridgeback liegt immer und überall maximal im Weg und kann dabei deutlich mehr Raum einnehmen, als ihm größenmäßig zusteht. Können wir bestätigen. Die Rhodesian Ridgebacks wissen aufgrund ihrer überragenden Intelligenz praktisch alles besser als ihre Menschen und können daher selbst am besten entscheiden, wann es Sinn macht, zu gehorchen. Denn schlecht hören tut er gut. Ich glaube, das wird jeder kennen. Baina, komm. Komm, Baina. Baina, komm. Der Rhodesian Ridgeback schätzt Ansprache und unsere volle Aufmerksamkeit. Darum stupsen sie einen besonders gerne mit der Nase an den Arm an, wenn man in der Hand eine volle Kaffeetasse hat. Ina! Okay, zugegebenermaßen, diese Situation war gestellt. Hier ist auch nur Wasser drin, kein heißer Kaffee. Aber genauso sieht es fast jeden Morgen aus. Der Ridgeback folgt seinem Halter bedingungslos überall hin. So, ich gehe jetzt zu den Hühnern. Es sei denn, irgendjemand anderes isst gerade Kuchen oder etwas anderes Leckeres. Mhm. Bin ich jetzt interessanter, ja? Der Rhodesian Ridgeback hört über Entschuldigung. Der Rhodesian Ridgeback hört... Mein Gott, was ist denn da los?
Der Rhodesian Ridgeback hört über größere Distanz, über mehrere Zimmer und Stockwerke hinweg, wenn zum Beispiel die Tür zur Vorratskammer geöffnet wird, wo sein Futter gelagert ist. Bei Ina ist im Wohnzimmer, ich gehe jetzt zum Futterschrank. Da ist sie, war ja klar. Das Quietschen kennt die genau. Ja, Ridgebacks haben wirklich manchmal einen ausgeprägten Sinn für Humor. Leider. Wahrscheinlich treffen einige Beschreibungen generell auf Hunde im Allgemeinen zu, aber ich glaube, der Ridgeback, der hat schon so ein spezielles Wesen. Das stimmt, ja. Aber wir mögen ihn sehr. Ja, wir lieben die Ini. Die Ini Banini. Bei Ina hat bei uns übrigens ganz viele Namen, die wir jetzt gar nicht alle aufzählen. Unter anderem Ina, Ini, Ini Maus. Ini Mausi? Ja, ja, die Ini Maus. Ich könnte sie jetzt schon wieder abknuddeln. Hier steht noch viel, viel mehr. Aber wir können jetzt nicht alles vorlesen, weil sonst sind wir morgen früh noch hier. Kauft euch einfach einen Ridgeback, dann bekommt ihr auch so eine Mappe. Ja, ich weiß, du willst mir helfen. Willst du mal zur Seite? Ey, du. Nein. Wer hat eigentlich Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Hast du Hunger? Mal gucken, was wir für dich haben. Ein Schiff fest bei Futter drehen Ridgebacks durch. Denn Ridgebacks bekommen nie genug Futter. Ja? Dann geh mal ins Körbchen. Rein ins Körbchen. Platz. Wie fein sie hören kann, wenn es ums Essen geht. Dann macht sie alles. Oh, da geht die Schranktür auf. Wir haben übrigens unseren Kamin vorgezogen. Nur mal so nebenbei. Wir warten auf einen Schornsteinfeger. Futter! Super! Mein Gott, was für ein Durcheinander. Wie bei Hottentotten. Ja. Apropos Hottentotten. Die Ridgebacks kommen von den Hottentotten. Ja, stimmt. 18 Uhr ist immer Futterzeit. Ridgebacks sehen zwar für manche gefährlich aus, vor allem wegen der Größe, aber in Wahrheit sind sie größten Kuscheltiere. Ich kuschel gerne. Ja, fein. Unsere Zentralheizung. Ein Ridgeback ist aber nicht nur ein Kuschelhund, sondern auch ein hervorragender Wachhund. Gestern kam zum Beispiel ein Bekannter, ein Freund hier mit seinem Auto ans Tor gefahren und hat uns netterweise unsere französischen Kennzeichen gebracht. Juhu, endlich keine Kfz-Steuer mehr zahlen in Deutschland. In Frankreich gibt es nämlich keine Kfz-Steuer. Naja, das ist auf jeden Fall noch ein anderes Thema. Auf jeden Fall steht bei Ina sofort am Fenster, wenn irgendjemand Fremdes hier hinkommt, knurrt erstmal und im Zweifelsfall fängt sie auch das Bellen an. Sie ist also der perfekte Hund fürs Leben hier auf dem Lande. Man fühlt sich doch einfach ein bisschen sicherer. Okay, das war unser Video, das erste Jahr mit unserem Ridgeback. Genau genommen ist es etwas mehr als ein Jahr, aber so genau nehmen wir es jetzt auch nicht. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat es gefallen und nächsten Mittwoch wird es wieder ein Video aus der Werkstatt geben. Was wir bauen, das verraten wir noch nicht. Und den darauffolgenden Sonntag kommt ein Frage-Antwort-Video. Also wenn ihr ein paar Fragen an uns habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare per E-Mail oder sonst wo. Lasst es uns wissen und wir beantworten sie. Ganz egal in welchem Bereich, ob es zum Hund ist, ob es zum Haus ist, zum Hof, zur Auswanderung, ganz egal was. Wir werden dann die interessantesten und relevantesten Fragen raussuchen und beantworten. Oh, damit verabschieden wir uns wie immer mit au revoir. Et à bientôt. Sag doch, oh, wer jammert denn da? Baina, sollen wir eine Runde spazieren? Ja, ne? We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life on one.